Video startet in 3, 2, 1. Hallo Leute, wir haben hier den Runner GPS angeschlossen an MultiV. Das heißt, es ist immer noch MultiV und jetzt schauen wir mal, was er macht. Zum einen kann ich, wenn ich den Runner, so mal so, dass man das sieht, wenn ich den jetzt hier drehe, das habt ihr ja mal bemängelt, dann dreht er sich auch hier wirklich. Das heißt, der hat jetzt auch diese Achse in der Flugsteuerung erfasst. Ne? Die anderen gehen wie gewohnt. Kann man hier sehen, Pitch und Roll. Was ich jetzt hier als Kurven habe, und diese Kurve hier, die graue, das ist die Höhe. Das heißt, das ist der Barometer. Ich kann alles ausschalten. Und jetzt können wir gucken, ob er einen wirklichen Barometer hat oder ob er seinen Barometerwert bezieht oder seinen Höhenwert bezieht irgendwo aus GPS oder aus sonst was. Und dafür haben wir ja einen Assistenten. Der Assistent macht gleich im Zimmer die Tür auf und zu. Und dann schauen wir mal, ob diese Kurve sich verändert anhand der Änderung des Drucks in unserem Raum. So bitte, Kurve. Ich zoome an die Kurve. Und die Kurve eiert natürlich so ein bisschen. Ein bisschen schwankt sie, aber nicht so viel. Okay, und jetzt machen wir mal mit der Tür. Ui, boah. Okay, nochmal. Boah. Okay, das hat einen richtigen Drucksensor offenbar. Das heißt, vielen Dank, das ist Sascha. Hi. Danke, Sascha. Und diese Druckänderung registriert er. Das heißt, unser neuer Runner GPS hat jetzt einen richtigen Barometer. Die Frage ist natürlich, wo dieser Barometer sich befindet. Befindet er sich in der Flugsteuerung oder befindet er sich irgendwo in diesem neuen GPS-Modul? Das kann man vielleicht mal pusten, mal gucken. Passiert nichts. Passiert auch nichts. Das heißt, ich kriege den durch Pusten. Ach, ich glaube, der ist in der Flugsteuerung. Nee, der muss in der Flugsteuerung sitzen. Der ist nicht in diesem GPS-Bild. Okay, alles voll gespuckt. Das ist ja blöd. Ja, das heißt, vermutlich ist jetzt die Platine auch ganz anders. Jetzt gucken wir nochmal, was wir hier sonst noch haben. Wir haben ja auch ganz andere Flugmodi. Wir haben den Flugmodus Angle, also das heißt, wir haben keinen manuellen mehr. Wir haben keinen mehr, wo er nur die Richtung beibehält und sich normal steuern lässt wie ein CP-Heli, also keinen Akro, sondern nur den Angle-Modus. Und das ist jetzt immer eingeschaltet. Dann haben wir den Magnetometer auch auf allen Modi eingeschaltet. Das ist der Grund, warum er uns heute ein bisschen blöd geflogen ist. Und zwar, wenn der Kompass nicht perfekt läuft und wir haben das irgendwie zu schlecht kalibriert, glaube ich, dann hat der Magnetometer eine Auswirkung auf die Vorwärtsrichtung. Deswegen eiert er dann immer so ein bisschen. Jetzt schalte ich die Modi und sehe, wie die sich schalten. Aha, okay, das heißt, ich habe zwei GPS-Hold-Modi und einen ohne GPS-Hold. Okay, das war also interessant. Ja, also ich habe hier diesen Modus-Schalter und hier habe ich GPS-Hold, hier habe ich GPS-Hold und hier habe ich keinen. Also so sind die Modi schon mal ganz scheiße eingestellt, weil das ist Quatsch. Der Barometer ist auch immer aktiv in allen Modi, das heißt, es gibt so im Moment keinen Modus, in dem ich ihn manuell fliegen kann. Das ist sehr blöd. Und zum Glück lässt Valkera diese Schnittstelle frei und wir können das alles selber einstellen. Was hier noch eingestellt ist, AUX 2, ist jetzt, glaube ich, dieser Schalter. Das ist der Horizon Mode. Okay. Warum auch immer er da ist. Und ich kann den Barometer dann noch zuschalten. Nee, der Barometer ist einfach an. Genau, und ich habe einen GPS Home. Und wie geht er an? Ach so, okay, GPS Home ist, wenn AUX 1 auf Max ist. Okay, das heißt, das hat alles gestimmt. Es waren eben nur diese drei blöden Modi. Also was haben wir bislang festgestellt? Das Ding hat GPS, das Ding hat Barometer und das Ding hat einen Kompass. Das heißt, es ist jetzt ein vollwertiges GPS-Modell. Es läuft immer noch auf MultiV. Wir könnten ja mal hier gucken, was hat er für Warnungsstufen. Immer noch genauso komische. Das ist schlecht. Das heißt, wir müssen weiter daran arbeiten, das LVC irgendwie zu überbrücken, weil das kann wohl nicht wahr sein. Genau.
Ich dachte, vielleicht gehen die Lichter, aber die gehen nur im Flug. Ja, also es ist nach wie vor Multivin. Es hat komische Flugmodi und fliegt deswegen auch komisch. Immer wenn Magnetometer an ist, ohne GPS, ist doch blöd. Ja, forschen wir mal weiter an unseren Prototypen. Und noch ist das nicht fertig. Also wenn der dann von Valkera so kommt, dann kann ihn keiner fliegen. Also muss der noch weiter verbessert werden. Ne? Mal gucken. Aber schön sieht das schon mal aus. Hoffen wir mal, dass die es hinkriegen. Multivin, wir exportieren mal, wir machen mal ein paar Screenshots, zeigen euch das gleich. Ciao.